grüß dich und schön, dass du wieder eingeschaltet hast auf den YouTube-Kanal Mr. Handwerk. Mein Name ist Sebastian und ich möchte dir heute zeigen, wie du diese Terrasse hier im Hintergrund selber reinigen kannst und versiegeln kannst. Und die meisten verwenden dafür einen Hochdruckreiniger, sprich die nehmen Wasser, was komprimiert wird, auf ein, zwei Bar und dann hauen sie das schön auf die Holzstruktur ein und zerstören am Ende sogar das Holz bzw. pumpen dort Feuchtigkeit hinein. Und das ist ja eigentlich ein Fehler. Ich zeige dir, wie du das richtig machst. Und so schaut unser Objekt der Begierde aus. Es ist eine freigeräumte Holzterrasse, die damals mal ja so ein dunkelbraun hatte. Und jetzt ist es ein hellbraun, durch UV-Strahlung ausgestrahlt. Also die Farbe ist förmlich weg. Wir sehen jetzt hier noch verschiedene Farbschichten. Einmal eine helle Lasur, einmal ein Öl. Und hier blättert das Ganze sogar ab. Wo mal Fußmatten waren, da kann man das Ganze sehr deutlich erkennen, was die Sonne angerichtet hat. Bevor wir das Ganze jetzt neu ölen, müssen wir das natürlich vorab reinigen. Und dafür nehme ich einen Holz-WPC-Reiniger von Gloria. Und wir sehen einmal hier oben und unten Vorher-Nachher-Effekt. Das Ganze tragt ihr mit einem Schaumsprüher auf, sprich Mischungsverhältnis beachten und dann gib ihn. Die ganze Terrasse muss wirklich satt eingeschäumt werden, wie hier im Bild zu sehen. So sollte das Ganze dann bei euch aussehen. Die Holzoberfläche sollte schön satt mit Schaum sein, leichte Blasenwirkung und dann müsst ihr das Ganze nur noch 15 bis 20 Minuten einwirken lassen. Dann verwenden wir unser Multibrush von der Firma Gloria. Das kennt ihr bestimmt noch, dieses Teil. Das hatte ich in meinem älteren Video mal verwendet. Dafür gibt es 11 verschiedene Aufsätze, unter anderem für die Steinreinigung, für die Holzreinigung, für die Fugenreinigung, Rasenkanten schneiden, kommen wir gleich nochmal zu. Dieses Tool brauchen wir jetzt, um unser Holzdeck zu reinigen. Mit im Lieferumfang dabei ist eine Steinbürste. Wir brauchen aber jetzt hier eine spezielle Holzbürste. Die kennzeichnet sich mit den gelben, schwarzen Bürsten. Und damit reinigen wir jetzt unser Holzdeck. Ganz wichtig hier in Faserrichtung. Bitte nicht quer zur Faser, sondern längs bzw. immer mit der Faser, wie jetzt hier auch zu sehen. Und hier sieht man es, links der dunkle Schaum. Also das ist alles Schmutz und Dreck, was wir jetzt von dem Terrassendeck, von den Holzern herunterholen. Und im Anschluss könnt ihr das Ganze mit dem Gartenschlauch oder mit der Gießkanne absprühen. Kümmern wir uns um die Rasenkanten, denn die wollen wir später, also jetzt nicht die Rasenkanten, sondern die Stirnkanten vom Terrassendeck wollen wir später auch lackieren. Und da gibt es was ganz Neues von Gloria, den Fine Cut. Das ist ein Aufsatz, den ihr an den Multibrush anschließen oder anstecken könnt und damit könnt ihr quasi eure Rasenkanten schneiden. Ihr habt eine Schnittbreite von 360 mm und ihr braucht keine Angst haben, dass die Messer stumpf gehen oder so, die sind geschützt. Das heißt, ihr könnt hier jetzt schön problemlos an den Stirnkanten vom Holzdeck entlang sägen, mähen, genau, nicht sägen, mähen. So, und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ihr könnt das von der Höhe her regulieren und könnt dann ganz problemlos damit loslegen. Und jeder kennt es, der einen Mähroboter hat, der lässt manchmal die ein oder andere Ecke aus und das könnt ihr mit diesem tollen Tool begleichen. Und wer jetzt aufgepasst hat, hat gesehen, dass ich zwei unterschiedliche Tools verwendet habe. Einmal den Aufsatz für den Multibrush, hier links im Bild zu sehen, und einmal rechts im Bild das Solo-Gerät von dem FineCut 18V. Sprich, je nach Bedarf könnt ihr euch den Aufsatz zulegen oder das Solo-Gerät. Das Tolle daran, beides sind Mitglieder der Power for All Allianz, sprich, ihr könnt das Ganze mit einem Akku betreiben. In der Zwischenzeit ist auch unser Holzdeck getrocknet und wir können loslegen mit der Versiegelung. Ich habe mich da von Adler beraten lassen. Adler ist mein Farbenpartner, kann man sagen. Und der hat mir dieses Produkt hier empfohlen. Und ganz klar einen breiten Pinsel. Ihr solltet versuchen, dass ihr so einen breiten Pinsel nehmt, so breit wie das Holzdeck ist oder eine
eine Diele, so geht das Ganze viel, viel schneller und einfacher. Und bevor wir jetzt die Fläche in der Mitte anfangen zu lackieren, gibt es natürlich ein, zwei Sachen, die dir das Arbeiten erleichtern. Du solltest natürlich nicht in der Mitte der Terrasse anfangen, sondern am Rand. Und wenn du gut bist, musst du sogar nicht abkleben. Ich mache das jetzt hier ganz, ganz vorsichtig, fange ich von außen nach innen an. Das ist wie beim Zahlen nach Malen, immer von außen nach innen malen. Und so genau ist das hier auch. Sprich, wir fangen mit den Kanten an und danach malen wir die Stirnkanten. Und das hier jetzt ist ein ganz, ganz schlechtes Beispiel. Ihr seht, wir haben vorweg die Rasenkanten schön geschnitten und jetzt malen wir die an. So soll es natürlich nicht sein. Nehmt euch ein Stück Pappe oder ein Stück Folie, legt euch das unter. Das spart euch wirklich ganz, ganz viel Arbeit und ihr seid um einiges schneller. Am Ende lackieren wir jetzt die Mittelfläche. Das mache ich auch jetzt mit diesem Pinsel. Wer mag, kann natürlich auch eine Rolle verwenden mit einer Teleskopstange. Das geht natürlich um einiges einfacher und schneller. Aber so in Sitzen oder in Hocken hat es auch Spaß gemacht. So schaut dann das Endergebnis aus. Man sieht, das Ganze glänzt noch so ein bisschen. Und ihr solltet das mindestens 1 bis 2 Tage Trockenzeit geben. Dann sieht das Ganze so aus. Schön satt. Ein schöner, satter Ton. Wir haben natürlich jetzt die alten Farbschichten teilweise runterbekommen mit der Bürste, aber auch neu versiegelt. Und das Ganze hält jetzt mindestens 2 bis 3 Jahre. Man sieht, es ist noch ein bisschen feucht. Es könnte durchaus sein, je nachdem, welche Jahreszeit ihr macht. Ihr solltet es natürlich nicht bei Minusgraden machen. Aber jetzt haben wir ungefähr 10 bis 15 Grad im Plusbereich. Lasst euch nicht von der Sonne täuschen. Nach 5 Stunden könnt ihr das Ganze nicht begehen. Es könnte durchaus sein, dass ihr dann hässliche Schuhabdrücke oder Fußabdrücke von euch findet. Lasst das Ganze bitte mindestens einen Tag und eine Nacht trocknen. Genau, und dann könnt ihr das Ganze auch wieder belasten und ich hoffe, ihr wart genauso erfolgreich wie ich. Hier findet ihr noch 2 weitere Videos von mir und hier den Abo-Button, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. So, ciao.